da noch? Da ist noch so eine Klammer. Eieiei. So, hallo liebe Leute, da bin ich wieder. Nächste Folge, Folge Nummer 10 sollte es sein von dem Car-Mechanik-Simulator. Diesmal habe ich es normal gesagt. Ist ja schon ein Running Gag jeder Folge, ne? Egal. Nächste Folge hatten wir hier zwei Autos bearbeitet. Einmal hier so eine Bremsgeschichte und einmal wieder so eine Fahrwerkssache, wo ein bisschen aufwendiger war. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern. Naja, jetzt habe ich aber gerade gar keine Autos da. Das heißt hier, ich muss hier mal gucken. Gut, hierbei noch viel Erfahrung. Aber fehlt nicht mehr so viel. Dann kann ich vielleicht diesen Bob Hellcat, ne, Bolt Hellcat. Ansonsten werde ich mir diese zwei hier nehmen. Den Maluch wieder und Royal Bianco. Ecco, Bianco, So, annehmen. Nehmen wir die einfach mal beide an. Dann schauen wir mal, was der so hat. Das ist ja hier. Haben wir ja gleich erledigt. Mache ich spontan. Beide mal schnell. Oder? Wahrscheinlich ist es dann doch nicht so einfach. Mal schauen. So. Herrlich, so. Ja, warte mal, jetzt habe ich es nicht geguckt. Flexible Klamme, innere Zugstange. Das sieht auch wieder so, als ob ich es hochheben müsste. So, der nächste Auftakt schon da. Gut, sieht ja alles verrostet aus. Naja, okay, hier und hier. Ach, das ist ja hier. Das ist ja easy hier, easy peasy. Gut, da muss ich jetzt noch den Reifen wegmachen. So, fertig. Ja, das war leicht, das mache ich ja hier in ein, zwei Minuten. So, also was habe ich da? Ja, die beiden noch innere Zugstange Maluch und flexible Klammer. Nummer. Schauen wir mal nach kurz. Innere Zugstange Maluch. Zugstange. Innere Zugstange. So. Bei dem Auto hat man ja Bock, da weil alles so verrostet ist, hat man ja richtig Lust, alles auszutauschen irgendwie. Das ist der Wahnsinn. So. Ja, jetzt habe ich die alte wieder rangebaut. Oh. Mein Gott, ist er nicht verklickt. So, jetzt aber. So. Herrlich, so. Das noch ran. Hier. Und da bauen wir noch den Reifen ran. Und dann haben wir mit dem ersten Auftrag schon sozusagen schon fertig. So, pass auf. Ja, fertig, so. Runter. Das ist ein lustiges Auto. Das soll was halt so eine Art Mini Cooper Verschnitt sein. Ja, viel Geld hat er ja nicht gebracht. 69 Euro habe ich gekriegt. Halt, ne, hier, warte mal, hier. So. Was ist das? Delway Custom. Den nehme ich doch gleich. Aha. Auto ist laut. Aber da ist ja keine Teileliste bereitgestellt, gell? Das wird kompliziert. Ich glaube, das ist eher was für die nächste Folge, aber wenn ich da wirklich dann gucken muss, oder? Ja, mal gucken. Ich nehme jetzt mal den an auch und schau mal, was da zu tun ist. Und wenn mir das gefällt, mache ich das. Warte schon, hier. Der Royale Bianco. Oh, um Gottes Willen. Ja, das ist wieder so, so komisches Zeug. Halleluja. Ja, den tue ich jetzt mal hier. Den stelle ich mal da hinten hin. Ja, ich nehme den jetzt mal an und ich schaue mir das mal an, was da abgeht. Ja, schönes Auto auf jeden Fall. Hoppala, nee. Teile nicht gefunden.
Zündverteilerläufer. Okay. Na gut, aber ich habe jetzt doch Bock, hier da ein bisschen zu tüfteln. Sagen wir mal, also einen Teil können wir ja auf jeden Fall machen. Da kommen wieder die Aufträge. Ja, aber das wird interessant, weil wenn man hier die Teileliste nicht hat, muss man wirklich hier anfangen rumzutüfteln und zu überlegen, vor allem weil das so viel ist. Ei, ei, ei. Naja, wird schon hinhauen. Okay, also da habe ich das dann. Das kann ich schon mal markieren. So, jetzt die Frage, wo ist das? Hier. Echt, oder was? Warte mal. Zündverteiler. Zündverteilerläufer. Denn da noch? Das ist noch so eine Klammer. Eieiei. Okay, Zündverteilerläufer, das kann ich mir gleich noch merken. Ja, dann kaufe ich das Zeug. Zündverteilerläufer. Ja, das ist auf jeden Fall Maluch. Das ist ja kein Maluch. Okay, also das ist hier quasi, das sind die normalen Autoteile von hier dann, oder wie? Sieht so aus. Was ist das alles für Kabel? Das ist ja der Wahnsinn. Ja gut, also was kann ich jetzt mit dem hier machen? Diagnosepfad. Ist ja die Frage. Ist denn hier Parkplatz? Nee. Kann ich denn da noch hingehen? Verlassen? Nee. Nee, verlassen will ich nicht. Was ist denn das hier alles? Lackierkabine, Diagnosepfad. Ach ja, ich brauche 2500 Erfahrung, um die freizuschalten. Ja, das ist die Frage, ob ich das schon machen kann. Vielleicht brauche ich diesen Diagnosepfad. Vielleicht brauche ich hier noch irgendwie so Zeug, Überprüfungswerkzeuge und man kann ja mal ein bisschen schauen. Auto ist laut. Ja. Da ist jetzt die Frage, warum. Ja, vielleicht irgendwas mit dem Antrieb, mit dem Auspuff oder so. Und hier ist immer alles verrostet, das ist immer ein bisschen das Problem. Na ja gut, wenn man das so anschaut, was hier so alles ist. Guck mal, da unten das Ding ist zum Beispiel laut. Das könnte sein, da ist dieses Rohr hier. Könnte man hier schon mal den Hook geben. Also ich würde jetzt einfach mal das hier ausbauen. Was ist denn da? Also das würde ich jetzt einfach mal auswechseln. Ja, mal gucken, ob das hilft. Warte mal. So. Ach, komm schon. Ja, ich würde es einfach nur mal. Was ist das? Mittelschalldämpfer. Ja.
110 €. Ja, hallo. So, jetzt schauen wir mal, was sich da verändert hat. Ah ja, Mittelschalldämpfer passt. Gut. Schauen wir mal, was da noch so fehlt. Da hinten scheint nicht zu sein. Das scheint ja wirklich jetzt hier alles im Motorbereich zu sein. Also ich habe so das Gefühl, das scheint gar nicht so schwer zu sein. Ich brauche keinen Diagnosepfad oder irgendwas, sondern ich gucke einfach nur da, was einfach so rostig ist. Das wird einfach ausgetauscht. Also das zum Beispiel das Ding hier. Zylinderkopf. Eieiei. Der Ventildeckel, den kann ich ja direkt austauschen. Dann Kühlerlüfter. Jetzt haben wir mal den Überprüfungsmodus. Das Ding sieht gut aus. Ja gut, jetzt tun wir einfach mal hier. Eieiei. 100.000 Schrauben, da hätte es doch auch ein bisschen weniger auch getan, oder? Denke ich mir jedes Mal, wenn ich so viele Schrauben sehe. Okay. Kipphebel. Denke mal, das kann ich auch erstmal rausbauen. Dann schauen wir mal. Also, was haben wir da? Ventildeckel B und Kipphebel. So, brauchen wir jetzt mal diesen Kipphebel. Ach komm, jedes Mal der gleiche Scheiß. Ventikel B V8. Ventikel B, der da. Ja, optimal, so. Mach halt so. Siehst du, das glänzt jetzt wieder wie ein Weltmeister. So. Ich denke mal, das Ding wird hier so ein Auftrag für zwei Folgen werden, weil das werde ich jetzt nicht in der Folge schaffen, wenn ich das alles hier austüftel. Okay, die zwei haben wir. Aber das Auto ist immer noch laut. Das haben wir ja eh. Routineprüfung. Auto ist laut, das ist halt die Frage. Ja. Das sieht auch relativ leicht aus hier. Der Abgaskrümmer geht auch gut weg. Die nächste Frage ist halt jetzt, es bringt halt jetzt glaube ich nichts, wenn ich jetzt Abgaskrümmer kaufe und den drin baue, weil das Ding muss ja eh weg. Ich glaube, ich muss den ganzen Luftfilter hier. Das muss ich auch runter, Luftfilter. Bisschen, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Das ist hier. Kipphebel. Verkaufen. Verkaufen. Ich verkaufe jetzt mal das ganze Zeug hier. Verteilerläufer, ja. Das bauen wir an immer. Genau, weil ich muss nämlich den Überblick behalten, was ich kaufen muss. Ich muss jetzt einen Abgaskrümmer kaufen, einen Kühlerlüfter kaufen, einen runder Luftfilter. Ja.
Das waren die drei kaputten Teile, die anderen gehen alle. Weil wenn ich jetzt noch lauter andere Schrottteile dabei habe, dann bringt es mir ja nichts. Das Ding, der Zylinderkopf ist ja auch immer, das ist, erinnert mich wieder an die ersten Folgen, wo ich auch hier einen ganzen Motor auseinandergebaut habe. So, den ganzen Scheiß da wegmachen, oder? Welche Zylinder sind das da? Was hat denn der? Zylinder hatten wir, ist das alles? Alter. Acht Zylinder, oder? Alter, der will mich doch verarschen. Dass der alles rausbauen muss. Da ist nochmal ein Zylinderkopf kaputt. Ja, die Frage ist halt. Die Frage ist, sind die anderen. Hier kann ich glaube ich nicht mehr wegbauen. Hier kann ich nicht mehr wegbauen. Weil es waren schon noch ein paar Teile und ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht noch ein paar so Dinger hier, diese Kolben da hier und da auch kaputt ist. Ich glaube, auf der Seite kann ich nicht mehr machen. Jetzt kaufe ich mal das ganze Zeug. Also, so viel Zeug. Jetzt kaufe ich nochmal so einen Kipphebel. Kipphebel. Haben wir einen wieder. Dann kaufen wir Zylinderkopf V8. Zylinderkopf V8. Das da. Teuer, teuer, teuer. So, dann den Hammer. Zylinderkopf haben wir. Dann kaufen wir noch eine Zündkerze und so einen Kühlerlüfter. Kerze, ja. Kühlerlüfter. Dann haben wir noch Abgaskrümmer und runder Luftfilter. Na, komm schon. Hallo. Ah, jetzt. Runder Luftfilter. Das ist das, ne? Nee. Oh. Unterteilvergaser. Doch. Was war's noch? Jetzt habe ich wieder vergessen. Abgaskrümmer V8. Ja, ein V8 ist es ja. Abgaskrümmer V8, deswegen 8 Zylinder, ja. Abgaskrümmer V8. Das ist auch gut, weil das ist zweimal das gleiche. Zweimal das gleiche, gleiche Name, also das verwechselt man ja voll. Aber das ist der mit diesen Rohren unten dran. So, habe ich jetzt irgendwo noch kaputte Teile und nicht das Richtige. Runder Luftfilter, ja. Das habe ich, das habe ich. Zwei Zündkerze habe ich auch, oder? Ja. Ja, ich glaube, das sollte soweit passen. Jetzt baue ich das mal alles ein und dann mache ich nächste Folge weiter hier.
Ja, doch, Zylinderkopf, das ist erstmal rein. Na, hier. Am liebsten baue ich aber die Teile ein, die was, ohne dass ich dann das halbe Zeug auseinanderbauen muss, dass ich dann einfach so einbauen kann. Die Dinger baue ich jetzt noch ein und dann mache ich in der nächsten Folge weiter, weil das dauert ja auch jetzt ewig, bis ich das zusammengebaut habe. Schätze ich. Damit ich nicht so sehr überziehe. So. So. Gut. Ja, Leute, direkt hier geht es weiter in der nächsten Folge. Ich nehme jetzt direkt danach auf. Ja, Leute, ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war, ich finde, eine sehr interessante Folge mit diesem Zeug selber rausfinden, dass man halt nicht direkt gleich weiß, was man ausbauen muss. Ich hoffe, ich kriege den Auftrag komplett fertig in der nächsten Folge, weil ich habe so das Gefühl, dass ich dann irgendwann sage, keine Lust jetzt nochmal alles auseinander zu bauen oder irgendwas zu finden. Man kann ja den Auftrag auch vorher abbrechen. Man kriegt halt ein bisschen weniger Geld und kriegt halt nur das Geld, was man bisher gemacht hat. Ne? Naja. Wie dem auch sei. Ich danke euch und sage bye bye. In der nächsten Folge. Ja, aber das Problem ist ja, mehr ist da nicht.